Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich spare mir mal, den Senator zu zitieren zu diesem Tagesordnungspunkt, weil die Senatsbaudirektorin ist ja im Raum und kann dann auf das Parlamentsprotokoll hinweisen. Uns wird in absehbarer Zeit eine vom Senat initiierte Novelle des Ausführungsgesetzes zum Baugesetzbuch beschäftigen. Der Senat will dabei vor allem die Hürden senken und konkretisieren, wann er bezirkliche Bebauungsplanverfahren an sich zieht. Dazu kommen einige technische Änderungen. Über eine neue und erweiterte Planungskultur ist bisher nichts bekannt. Mit den Auseinandersetzungen um die Bebauung der Buckower Felder und insbesondere des Mauerparkes wird diese Gesetzesänderung politisch interessant. Wir werden dazu eigene Initiativen ergreifen mit dem Ziel, dem willkürlichen Umgang des Senats mit Bürgerwillen einen Riegel vorzuschieben. Und wir werden die Intention des heute zur Abstimmung stehenden Antrages aufgreifen, weil sie in der Sache mit der heutigen, ich unterstelle mal Ablehnung, nicht erledigt sein werden. Zur Erinnerung: Der Senat soll bei Beanstandungen und Änderungen bereits beschlossener Bebauungspläne das Abgeordnetenhaus unverzüglich und umfassend informieren und Änderungen vom Abgeordnetenhaus beschließen lassen. Das ist der Sinn dieses Antrags. Damaliger Anlass war, dass der vom Abgeordnetenhaus beschlossene Bebauungsplan 1202 zur Wilhelmstraße nicht umgesetzt wurde, weil er beklagt und de facto unwirksam war. Das Abgeordnetenhaus hat davon nichts erfahren. In der Antwort auf meine Anfrage dazu heißt es, Zitat, es gibt diesbezüglich keine Berichtspflicht oder andere Regularien. Und weiter, das Abgeordnetenhaus von Berlin wurde nicht informiert. Zitat Ende. Deshalb konnte das Abgeordnetenhaus seine Planungsziele, und das war und ist die Erhaltung der dortigen Wohngebäude, nicht auf andere Weise rechtskonform zum Ausdruck bringen. Das wiederum hat dazu geführt, dass eine entwicklungsrechtliche Genehmigung für den Abriss der Wilhelmstraße 56 bis 59 erteilt wurde. Jahrelange Unsicherheit der Mieterinnen und Mieter, wachsender Druck der renditefixierten privaten Eigentümer auf die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner sowie die schleichende Umwandlung dieser Wohnanlage in Ferienwohnungen, das waren die Folgen. Ebenso wie der drohende Verlust dieser städtebaulich besonderen Wohnanlage mit über 1000 bezahlbaren Wohnungen. Ich denke, das widerspricht dem politischen Willen dieses Hauses und nicht nur meiner Fraktion. Und es wäre vermeidbar gewesen, wenn es Informationspflichten des Senats über diesen unwirksamen Bebauungsplan gegeben hätte. Diese große und sachlich nicht begründbare Lücke im Mitwirkungsrecht des Abgeordnetenhauses mit den beschriebenen dramatischen Folgen wollte und will die Fraktion weiterhin ändern. Wir wollen diese Lücke schließen. Die ansonsten für Bebauungspläne zuständigen Bezirksverordnetenversammlungen haben es übrigens besser als das Abgeordnetenhaus. Im Bezirksverwaltungsgesetz regeln die Paragraphen 13 und 15 die Informationspflichten des Bezirksamtes. Auf dieser Grundlage wird die BVV über jeden Verfahrensschritt bei der Aufstellung eines Bebauungsplans mit Vorlagen zur Kenntnisnahme oder zur Beschlussfassung informiert. Der Senator Geisel wird sich daran noch erinnern. Das Abgeordnetenhaus müsste den Bezirksverordnetenversammlungen doch zumindest gleichgestellt sein in dieser Angelegenheit. Finden Sie nicht auch? Stattdessen gibt es lediglich auf der Homepage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine Übersicht der Bebauungspläne im Verfahren. Dokumente sind dabei nicht hinterlegt. Lediglich zu den allerneuesten B-Plänen ist eine Online-Beteiligung möglich, immerhin. Das ersetzt aber nicht die Information und die Beteiligung des Abgeordnetenhauses. Im zweiten Teil unseres Antrags geht es auch um die Ausweitung der Rechte des Parlaments, und zwar bei Änderungen des Flächennutzungsplans im vereinfachten Verfahren. Hier sollte dem Abgeordnetenhaus ein Beschlussvorbehalt eingeräumt werden. Nach Ablauf einer Frist sollte die Verwaltung dann weiter tun können, wenn das Abgeordnetenhaus diesen nicht wahrgenommen hätte. Derzeit kann der Senat ohne Zustimmung des Parlaments den FNP ändern oder anpassen, sofern die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Im Fall Mauerpark haben wir feststellen müssen, das Abgeordnetenhaus hatte bei der eigentlich erforderlichen FNP-Änderung nichts zu melden, weil der Senat ja der Auffassung war und ist, der FNP müsse nicht geändert werden. Nun sollen in einem Bereich, der im FNP als Grünfläche definiert ist, Wohnungen errichtet werden. Im Kern geht es um die Frage, ob der Senat Beschlüsse des Abgeordnetenhauses einfach ändern oder uminterpretieren kann, ohne das Abgeordnetenhaus zu fragen. Ich finde, das sollte auch die Koalition
bewegen. Ich werde das jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber ich freue mich sehr über die erneute Auseinandersetzung über die Planungskultur in dieser Stadt angesichts der Novelle des Ausführungsgesetzes zum Baugesetzbuch. Vielen Dank.